Willkommen zurück zum nächsten Part. Und bevor wir rausgehen, kam da gerade noch ein Anruf rein. Morgan, January hatte recht. Das waren nicht sie. Aber ich höre noch ihre Stimme. Und die meines Vaters. Das waren nicht sie. Sie haben mich gerettet. Sie wollten es. Sie sind nicht mehr derselbe Mensch. Etwas hat sich geändert. Ich muss das so sehen. Mir geht es besser. Ich versuche, uns von der Station zu bringen, aber diese Aufzeichnung kommt mit. Wenn Sie wirklich Vergebung wollen, helfen Sie mir, sie dorthin zu bringen, wo sie hingehört. Ohne Rücksicht auf Sie oder Transtar. Okay, da war sie doch recht, gnädig. Hallo, schön, Sie zu sehen. In der Tat. Diagnostiziere blaue Bin ich nett. Also, wir sind gleich im Weltall. So, mal wieder dann im Weltall. Auf zu den Knoten. Selbstzerstörungsschlüssel. Warum ist der auf einmal da unten abgebildet? Keine Ahnung. Aber da hinten soll ein Korallen sein. Ja, und dementsprechend dann auch ein Weber. Fuck, sind das viele. Anti-Red ist wunderbar. Oh, das Ding ist immer noch kaputt. Wo ist es? So, ich hatte da jetzt doch noch eins abgeschossen. Da drin. So, da wäre auch noch eine Luke. Die hat mich jetzt eher neugierig gemacht. Da gehen wir gleich mal durch. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Faszinierend. Sie vereint die Psyche all ihrer Opfer in sich. Deine Vermutung war richtig. Sie besitzt eine Art Neuralstruktur. Überall synaptische Aktivität, als würde sie kommunizieren. Jetzt nur noch einer. Ich wusste, du schaffst das. Vater hat mich davor gewarnt, die Zukunft der Firma zu sehr auf deinen Ideen aufzubauen. Gut, dass ich nicht auf ihn gehört habe. Wir sind ein gutes Team, Morgan. Unternehmen Sie was, die Nachbildung destabilisiert sich. Sie lügen dich nicht an. Beeilung. Forschung abgeschlossen. Exzellente Arbeit. Jetzt müssen nur noch die Daten integriert werden, nachdem du sie hochgeladen hast. Nur anhand der Scan-Daten schwer zu sagen, aber... Warte. Was ist? Da ist eine Art... neuraler Stolperdraht in der Koralle. Verdammt! Morgan, komm zurück ins Büro. Wir müssen sofort deine Daten hochladen. Schnell! Okay. Bin ich ja mal schon irgendwie neugierig, was sie denn da
entdeckt haben wollen. Auf jeden Fall haben sie hier außen schon ordentlich gewütet, diese Weber. Leck mich am Arsch. Und das ist eigentlich einfach nur irgendeine Ausgangsluke. Nehme ich mal an. Ja, mit jeder Menge Gegner. Ah, diese Teile sind dermaßen ekelhaft. Oh fuck. Da ist noch was viel ekelhafteres. Bewegung. Mann, wie ich diese Mistviecher hasse. Nun gut. Ich bringe uns dann jetzt einfach mal da hoch. Ja, nein, vielleicht. Ja, warum nicht? Psychowasser können wir danach im Abschluss mal nochmal. Einen Moment. An meinem Terminal kannst du die Daten hochladen. Ich werde sie so schnell wie möglich in den Fabrikatorplan für das neue Nullwellengerät integrieren. Und sei vorsichtig. Die Typhon werden bemerken, dass wir die Koralle zerstören wollen. Sie werden dich jagen. Auf meinem Schreibtisch findest du etwas, das dir helfen sollte. Na, da bin ich ja mal gespannt. Techniker? Operator nähert sich. Ach, da. Inspektion läuft. Ihr Anzug ist undicht. Ich fliege das. Und da habe ich mich noch schnell hochheilen lassen. Ah, das Galvanik-Ding ist unten. Da hat schon vielleicht da oben auf der Brücke. Machen wir nochmal einen kleinen Quicksave, ne, dass es hier schon wieder ein Abspann ist. Ein Typhon-Köter. Commander Walter Dahl. Der Transtar-Vorstand hat mich ermächtigt, die Kontrolle über die Talos 1 zu übernehmen. Mit sofortiger Wirkung. Alle Mitarbeiter haben sich umgehend beim Shuttle-Dock zur Evakuierung einzufinden. Wer diesem Aufruf nicht nachkommen kann, sendet bitte ein SOS-Signal. Dann werden meine Rettungsoperator sie finden. Eine Sache noch. Alex und Morgan Yu sind ihres Amtes enthoben. Ab sofort darf niemand ihre Anweisungen befolgen, noch ihnen irgendeine Art von Hilfestellung leisten. Dallover. Oh. Militäroperator. Forschung abgeschlossen. Apropos, Forschungsdinger haben wir schon lange. Hier spricht Captain Hale, Shuttle Exalt. Ich versuche die Brücke zu erreichen. Keine Antwort. Bitte bestätigen. Ich habe einige Systemfehler. Ist flächendeckend. Ergibt irgendwie keinen Sinn. Ich muss sofort landen. Ein Sicherheitsteam wäre gut, wenn ich reinkomme. Ich höre Geräusche in der Kabine. Scheiße, was ist da los? Okay, die Militärdinger sind ja mal am Lied. Wir sind ausgesperrt. Das ist Dahl. Er hat bereits alle wichtigen Systeme der Talos 1 unter Kontrolle. Ich
Ich muss zugeben, unsere Eltern haben mich enttäuscht. Ich wusste, sie haben eine Geheimwaffe. Aber ein kleiner, naiver Teil in mir hat geglaubt, sie würden sie nicht gegen ihr eigenes Fleisch und Blut einsetzen. Wir werden diese Korallendaten nicht durchkriegen, wenn wir nichts unternehmen. Es gefällt mir zwar nicht, aber du musst irgendwie in sein Kommando-Shuttle gelangen, seinen Zugangspunkt finden und seine Verbindung kappen. Der Repo Man. Also in die Shuttle-Bucht. Vorher noch zwei, drei Nebensachen machen. War da nicht noch was? Ah ja, das Militärteil da hinten. Aber ich wollte hier ursprünglich jetzt halt mal nachgucken mit euch die Daten, die wir erhalten haben. Und zwar über die Forschungsdaten Militäroperator. Beim NCN-9 Blackbox Militäroperator handelt es sich um den fortschrittlichsten unbemannten Mehrzweckkämpfer der Welt. Ausgerüstet mit einem gezielten Mech-Energiewaffe auf neuestem Stand und Omni-Navigationssystemen geht das dem Militäroperator die Feuerkraft nie aus. Von Angriffsoperationen bis hin zur Arbeit im Sicherheitsteam sorgt das synthetische hyperdynamische Neuronal-Netzwerk dafür, dass der Militäroperator schnell auf sich entwickelnde und gefährliche Situationen reagieren kann. Morgen zu Notizen. Trendstar hat seine Spuren hier gut verwischt. Wir nicht als Unternehmen für Waffentechnologie gelten. Sie sind bestimmt an das Sicherheitssystem der Talos 1 angeschlossen. Sie könnten mich über die Listen der Sicherheit verfolgen. Wäre eine Möglichkeit, mein Tracking-Armband loszuwerden. Korallenknoten. Von allen Brummen von der Verona 1 ist keine so verblüffend wie die Koralle. Derzeit ist nur unklar, ob es sich um eine neue Art von Typhon handelt oder doch nur um Ausscheidungen der Weber. Vorläufige Nachforschungen zeigen eine überraschende Ähnlichkeit zu neuronalen Netzwerken, aber dazu sind weitere Untersuchungen erforderlich. Zusammenfassung der Scan-Rohdaten. Auf mikroskopischer Ebene ist eine starke Korrelation der Verbindungsmuster zwischen den innerhalb der Koralle und den Konnektomen der Volontäre angestellten Gäste aus der Transstat-Datenbank zu erkennen. Umfassender Strukturabgleich empfohlen. Frühe Hypothese, die Psyche von Typhon-Opfern wird nachgebildet oder in der Koralle gespeichert. Zweck unbekannt. Zusammenfassung der Scan-Rohdaten. Auf Makroebene zeigt die Analyse der Koralle ebenfalls Ähnlichkeit zu einem neuronalen Netzwerk wie ein riesiges Nervensystem ohne dazugehörigen Körper. Zudem gibt es Anzeichen von immer häufiger auftretenden schnellen Signalisierungen innerhalb der Struktur sowie des Senden von neotischen Signaturen nach außen. Beantrage umfassenden Datenbankvergleich. Fehler, Daten, antwortet nicht. Verbindungszeit überschritten. Manuelles Hochladen erforderlich. Eine einzige große Signalstation der Typhon, aber an wen sendet sie? Korrumpiertes Gerät. Einige Typhon verfügen über die Fähigkeit zur Beeinträchtigung von Technik. Der Technopath ist jedoch in der Lage, ein System vollständig zu kontrollieren. Ich merke gerade, mir fehlt ein Technopath. Mist. Ich habe Bildschirme gefunden, die von einer dunklen psychoätherischen Materie umgeben waren. Anzeigen waren verzerrt und unverständlich Programmierung. Den Technopathen zu stören, sollte das Problem lösen. Bei einigen Systemen wie der Operator-Einheiten scheint die Veränderung jedoch dauerhaft zu sein. Der Technopath. Nee, anscheinend muss ich ein korrumpiertes Gerät explizit scannen. Den Technopath selber haben wir. Es hat ewig gedauert, aber die Reparaturen an den Luftschleusentüren zum Arboretum sind endlich abgeschlossen. Ich habe den Verdacht, dass sich jemand an der Elektronik dort oben zu schaffen gemacht hat. Als ich den Schaltkreis aufgemacht hatte, sah es aus, als hätte dort jemand mit einem Lötkolben herumgefuhrwerkt. Kabel kreuz und quer, Zeug, das da nicht hingehört. Die Programmierung war auch nicht mehr in Ordnung. Ich musste alles löschen und neu installieren. Ich sollte einen Technik-Operator hinschicken, um den Rest in Ordnung zu bringen. Ich werde der Sicherheit ebenfalls einen Bericht darüber erstatten. Wir haben hier mehr als genug Schrott, der nicht richtig funktioniert. Morgens Notizen. Übernimm die Kontrolle über Technik in der Nähe. Wenn das Ding geschützt unter seiner Kontrolle bringt, bist du erledigt. Ja, geschützt. Jetzt ist böse mit der Verteidigungssäule da. Schüttet Clue ab. Hält sich von Feinden lieber fern. Nutze betäuben oder null werden, um sich ihm zu nähern. Hatten wir den Poltergeist schon? Ich glaube. Anlocken. Den Albtraum. Haben wir sowieso keine Ahnung, was das jetzt genau sein soll. Scheint unaufhaltsam zu sein. So sieht's aus. Thermal Phantom. Es ist noch unklar, was einen Weber dazu bringt, zusätzliche Ressourcen für die Erzeugung dieser noch mächtigeren Phantoms aufzuwenden. Tests haben jedoch ergeben, dass diese Phantom-Exemplare deutlich widerstandsfähiger und gefährlicher als ihre schwächeren Artgenossen sind. Nachtrag. Wie der Name schon sagt, setzt dieses Phantom Wärmestrahlung ein. Die Infrarot-Analyse zeigte, dass es ihm möglich ist, sich durch das Ausstrahlen einer tödlichen Energiemenge im Infrarotbereich zu schützen, wenn es bedroht wird. Seine gefährlichste Fähigkeit ist jedoch der spontane Auswurf superheißen Plasmas aus der Entfernung. Die Reichweite konnte aufgrund der begrenzten Ausmaße der Eindämmungszellen noch nicht ermittelt werden. Morgens Notizen. Einfach auf dieses Ding los zu gehen, ist ein schlechter Plan. Du wirst verbrennen. Scheint offenbar mit den Mimics zu interagieren und kann sie kurzzeitig mit derselben thermischen Strahlung aufladen. Brennende Mimics. Großartig. Ätherphantom.
Es ist noch unklar, warum die Wörter das Ding zu machen. Besonders erwähnenswert ist das Ätherphantom, das eine hochgiftige Partikelwolke erzeugt, die Materie zerstört. Das Phantom ist in der Lage, diese Wolke derart zu beeinflussen, dass sie für kurze Zeit eine Kopie von sich selbst erzeugt, wie in Testprotokoll dokumentiert. Bitte beachten Sie, dass die üblichen Reinigungsprozeduren, die für die Untersuchung der Phantoms erforderlich sind, im Umgang mit Aether Phantoms erweitert werden müssen. In allen Eindämmungszellen muss die Luft ausgetauscht werden. Bevorzugte den Nahkampf, wenn sich die Möglichkeit bietet. Teilt es sich in eine schwächere Kopie. Fixiere es mit Clou oder setze Nullwellen ein, um es daran zu hindern. Versuche aus der Distanz anzugreifen, meite die Aetherwolken. Der Telepath. Der Telepath zählt zu den gefährlichsten Bekannteifen, da er in der Lage ist, Organismen und sogar Personen mit schwächeren Willen psychisch zu kontrollieren. Es ist fast unmöglich, ihn für weitere Studien zu verwahren. Warnung auf Psychotronic Psychokop tragen. Morgens Notiz, Kräfte sind nicht nur auf Gedankenkontrolle beschränkt. Vorsicht, Vorziehsungen und Kugeln. Kann eine starke Welle ausstoßen, die andere psychische Fähigkeiten der Umgebung neutralisiert. Wer ihm zu nahe kommt, bekommt eine weitere starke Explosion zu spüren. Clou funktioniert nicht wirklich. Es ist besser, sich fernzuhalten und Fernkampfwaffen oder ein Nullwellengerät einzusetzen. Galvanic Phantom. Niemals im Labor erzeugt. Bis jetzt. Die Weber passen ihre Fähigkeiten offenbar an. Die elektromagnetischen Felder stören alles in der Umgebung. Setzt alles unter Strom, was so dumm ist, sich ihm zu nähern. Wie beim Thermal Phantom gilt, bleibt so weit wie möglich weg. Sieht so aus, als könnte es ebenfalls Mimics aufladen. Weber. Zusammen mit dem Mimics zählt der Weber zu den ersten Typhen, die in der Nähe von Verona 1 entdeckt wurden. In Protokoll beobachtet, wird in großen Mimikbeständen ein Mimic anhand einer bisher unbekannten Mechanismus ausgewählt, um eine besondere Metamorphose zu durchlaufen. Der ausgewählte Mimic wird von den anderen wiederholt gestorben, wurde jetzt schnell in einen neuen Typhen Geneokratis oder Weber verwandelt. Weber scheinen im Ökosystem der Typhen eine zentrale Rolle zu spielen, größtenteils als Vektoren für die Produktion anderer Unterarten sowie die Substanz namens Koralle. Morgens Notiz, vermeidet den direkten Kampf. Nimm dich vor den Zystoiden in Acht. Sie werden von einem Schild geschützt, der Angreifer bei Schlageinwirkung mit Schrecken erfüllt. Clou ist wirkungsvoll, wenn der Schild aktiv ist. Okay, hätten wir das. Und wo wollen wir jetzt hin? Das Psychowasser könnten wir jetzt mal den Typen irgendwo tracken. Das mache ich mal als nächstes. Und dann geht's rüber zur Shuttle-Dock-Bucht. Also sehen wir uns gleich wieder im neuen Part. Bis dahin, sei nah.